jetzt haben wir echt viele Mobs hier wieder. Nein. Oh. Mein Gott. Komme ich nicht an den ran. Guck mal, wieder ein Christmas Creeper. Boah, das dachte ich gerade, ich komme nicht mehr rechtzeitig an den ran. Da wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen. Boah, Level 40, ey. Nein, nein! Oh, what the fuck, man! Boah, ja, genau, weiß ist klar, ey. Boah, jetzt gehen wir wieder so auf den Sack, die Hurensöhne. Sprint halt nicht, du Arschloch, du dreckiges, meine Fresse. Boah, gehen die mir jetzt schon wieder auf die Nerven, ey. Ficker, ey, verreckt. An euren eigenen Schwänzen, ihr Homos, ey. Ich hack's euch ab und lasse euch fressen, ihr abgemagerten Ficker, ey. Auch wenn Minecraft ohne Altersbeschränkung ist, ich mach's ab 18. Auf meinem Kanal ist Minecraft LP ab 18, ja. Kleiner Hinweis, es liegt nicht am Spiel. Also doch, natürlich, wegen dem mache ich's ja dann ab 18 mit meinen Kommentaren und so. Mit meinen geistvollen Kommentaren. So, was machst du in meinem Haus? Das noch nicht so ganz fertig ist. So, ich würde sagen, wir machen auch hier die Mauer wieder bis eine Stufe weiter vorne. So. Genau. So, bauen wir jetzt wieder ein bisschen. War. Ah ja, war. So, hier natürlich wieder Fackeln hin. Kommen da auch noch Fackeln hin. Zack, zack, und zack. So, hier wieder Zäune und da unten muss noch Holzboden hin, sag mal. So, endlich wieder Tag, ey. Drecksmobs weg, ey. Geh mir eh schon wieder auf den Sack heute, ey. Bin gerade am überlegen, ob ich da wirklich so einen riesigen Balkon drüber gucken lassen soll. Das ist ein bisschen gerade komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Na, egal. Ups. So. Nein. Hier so. Ein Enderman. Sieh mal einer. Ich will, dass alles schön massiv aussieht. Ich will nicht, dass es so aussieht, als würde das Haus auf der Erde stehen quasi. Ich will, dass bis zum Boden, bis der letzte Stein, den man zum Boden runter sieht, Stein ist. Also ich will nicht, dass hier ein Block Erde wäre oder so, weil es sieht irgendwie dann unmassiv aus. Unmassiv. Allmassiver. Da muss ich sagen, ich habe vorher über, oder besser wahrscheinlich in einer der letzten Folgen über Haftbefehl geredet. Wie assi das ist und bla bla bla. Wie man gerade gehört hat, war das gerade eben eine Anspielung auf Massiv, welchen ich eigentlich dahin gesehen eigentlich sogar ziemlich gut finde. Ich habe ein paar Lieder gesehen vor allem, ein paar Lieder gesehen. Ich meine, klar, Musikvideos dazu, aber ich habe natürlich Musik von ihm gehört, ein paar Lieder von ihm schon gehört und da muss ich sagen, manche Lieder sind echt einfach sowas von, ja, ansprechend, sage ich mal, die einfach was vermitteln, irgendwie. Wenn er versteht, was ich meine, weiß. Und das finde ich eigentlich schon um einiges besser als hier so einen kleinen Haftbefehl, der daherkommt.
Und ja, so viel mal dazu. Massiv finde ich eigentlich okay. Nur ja, Haftbefehl geht halt einfach gar nicht klar. Ist ganz einfach so, finde ich. So mal, so weiß. So mal, so sado, mal so und so. Ja, man könnte jetzt vielleicht gucken, so den Berg abzutragen oder so. Vielleicht zumindest so ein bisschen. So, irgendwie so. Dass man hier halt dann doch einen Balkon drüber macht. Oh, nee, Moment. Moment schon mal. Hier erstmal einen Zaun hin. Und Wand natürlich wieder. Haben wir hier einen schönen Ausblick daraus. Schön. So wie man hier das noch macht. Das können wir eigentlich das hier gleichmäßig machen. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Und dann gucken wir, wie weit es rüber geht. Jetzt 1, 2, 3. Nein, wow. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5 und 1 daneben 6. Gut, aber das Haus halt auch 1 breiter ist. Ist okay. Lass nur da die der Eingangsbereich, die Eingangshalle quasi so ein bisschen die große Halle so ein bisschen gleichmäßig ist wenigstens. So, hier natürlich wieder Holz und dann später können wir das dann noch upgraden auf Wolle. Natürlich. Und dann nach 2 Wand. So, kommt hier wieder Glas. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. So. Ungefähr. So. So, so, so. So, was man dann noch machen kann. Auf jeden Fall ein zweites Stockwerk hier irgendwie noch hin. Ja, genau, dass man hier dann noch sowas wie einen Balkon drüber gucken hat. Kann man da aber dann auch zur gegebenen Zeit nochmal machen. Erstmal jetzt natürlich hier der Wand. Ups. So, dann hier können wir vielleicht nochmal so einen Seiteneingang machen, weißt du? So, hier so. Genau, direkt mal eine Tür und eine... Nein, ich habe gar keinen Platz mehr. Doch, ich habe noch ein bisschen Platz, gut. Eine Tür... Und natürlich auch noch eine Druckplatte. So. Seiteneingang würde ich sagen. Ja, kommt mal hier hin. So. Beziehungsweise ja, dann nehmen wir wieder die hier. Machen wir einmal so und so. So. So ist das perfekt. Türe. Oder nee, ich habe noch eine bessere Idee. Nicht aus diesem Holz, sondern wir machen uns hier jetzt ein paar Half-Steps. Genau. So. Guck, wenn wir jetzt hier unten abhauen, ey, fliegt alles zusammen. Nur die Fackeln stehen noch. Ja, lol. Die Tür auch. Ja, lol. Ist ja cool. Na, egal. Genau, hier kam dann die Tür hin, so. Kommen hier halt Half-Steps hin, halt für die Tür, so. Zäune, hallo. So, dann hier einfach wieder hoch. Ja, so. Weil Half-Steps, finde ich, sehen auch sehr modern aus. Man kann, könnte jetzt mal ausrechnen, wenn man 3 Steine nebeneinander legt, kriegt man 6 von diesem Teil. Also mal...
Ah, okay, das heißt, wir können eigentlich die Steine dann eins zu eins umwandeln, sodass das ganze Haus dann aus dieser Wand bestehen würde. Oha, das wäre aber richtig krass. Vor allem auch überhaupt kein Bauaufwand oder so. Jetzt bräuchte ich genau Erde hier, perfekt. Hey, so. So. Obwohl, nee, komm. Hier kommen dann doch. Ja, weiß ich, baue sie wieder weg. Oh, bin ich blöd. Mein Gott. So, jetzt hier wieder Wand. Da auch noch Wand. Okay, so ist das perfekt. Das sieht irgendwie. Sieht schon nicht schlecht aus. Okay. Ups. Nee, nee, nee. So, dann natürlich wieder Glas. Und. Okay, ja, genau so mache ich es. Dann kommt hier nämlich einmal ringsrum eine Schicht Glas. Perfekt, so. Sieht eine schöne moderne Tür so. Au. So, nur der Boden hier müsste aus was anderem sein. Ich würde sagen, den Boden. Machen wir aus diesen Half-Steps. Dann machen wir die Umrandung hier aus Holz vielleicht. Zeige ich euch gleich, wie ich das meine. Ups. Okay, dann brauche ich wieder Erde. Dahin. Zack, zack. So. Und dann einfach hier so. Nein, ich habe keine mehr. Damit. So, jetzt haben wir 3 Stacks. Müsste auf jeden Fall erstmal reichen. Erstmal. Ja, genau. So, wow. Boah, ich wollte jetzt nicht die Treppe abhacken. Tut mir leid. Axt, hallo? So. Also hier wäre die Treppe. Hier, wie gesagt, der Rahmen aus Holz dann quasi. So, jetzt können wir das Holz aufnehmen. Sehr gut. Oder was man eventuell machen könnte, vom Rand immer irgendwie 2 hoch. Also, dass man hier am Rand immer 1 hoch hat und dann hier ein Block vom Rand weg. Eins runter geht und so halt den Boden macht. Na nee, komm, das lassen wir erstmal. Dann käme hier noch eine Reihe von dem Zeug, aber das sieht irgendwie komisch aus. Nee, komm, dann kommt hier das Holz weg. Und hier genauso. Was man vielleicht machen könnte, die Treppe hier direkt auch aus dem Stein hier. Könnte man echt probieren. Und es wird wieder dunkel. Och nö. Da brauche ich halt. Ne, was ist das? Komm. Hier nochmal weg. Wir müssen einen Block früher anfangen mit der Treppe. Sonst zieht die sich zu weit nach oben. Beziehungsweise zu weit in die Richtung. Erde, Erde, Erde.
schmeiße ich die Erde hier mal weg. So. Kann man hier den wieder aufnehmen. So, und hier dann eben die Erde rein. Und dann fängt es hier nämlich schon an mit der Treppe. So habe ich statt gemeint, so. So, dann hier die Ebene Holz weg.